Und was, wenn Sascha nicht mehr zurückkommt? Wofür haben wir dann gelebt? Ist ja dann alles umsonst gewesen. Das Leben. Einen Servant kann man nicht umbringen. Vater begann den Krieg zu verstehen und war sogar stolz auf Sascha, dass er für unsere Heimat kämpft. Der Krieg drohte sich auf das ganze Land auszuweiten und Jugoslawien begann sich aufzulösen. Auch hier in Wien spürte man das. Das war, als ich 12 war. Was hört ihr da? Radi Sarajevo. Schatum. Mach wieder Belgrad. Ich habe schönere Musik. Ja?